Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir beschließen in der Tat jetzt über vier weitere wichtige Regelungen, vor allem rentenrechtlicher Art. Nachdem wir schon mit großem Erfolg ein neues Betriebsrentenstärkungsgesetz verabschiedet haben. Und sicherlich der politisch wichtigste Punkt, wir schaffen endlich ein einheitliches Rentenrecht für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, egal in welchem der Bundesländer sie zu Hause sind und sie arbeiten. Und dazu wird meine Kollegin Jana Schimke nachher noch mal profund im Einzelnen Stellung nehmen. Ich will nur nach den ja mehr als verwirrenden Äußerungen der Oppositionsfraktionen Folgendes mal festhalten. Wenn Sie den Linken genau zugehört haben, wollen Sie die Spaltung Deutschlands im Rentenrecht nicht beenden, sondern über Jahrzehnte weiter beibehalten. Das ist der Punkt. Wenn Sie Herrn Kurt von den Grünen genau zugehört haben, wollen die in einem brutalen Akt auf einen Schlag dafür sorgen, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Osten Deutschlands, die in den kommenden Jahren in Rente gehen, eine deutlich schlechtere Rente bekommen. So. Und ich sage, wir aus der Koalition wollen beides nicht, sondern wir wollen möglichst schonend einen Übergang finden, der in Schritten dazu führt, dass weder die einen zu viel verlieren, noch die anderen ungerechtfertigterweise zu viel dazugewinnen. Wir ein gemeinsames Rentenrecht schaffen, ist der einzige Weg, der vernünftig ist, um in Schritten tatsächlich ein gemeinsames Rentenrecht in Ost und West zu schaffen. Das ist ein guter Tag für die deutsche Einheit, den wir heute beschließen. Das zweite Wichtige ist, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir wollen noch mal einen aktiven Beitrag dazu leisten, dass Armutsgefährdung in der Rente abnimmt. Und wir haben zu Beginn dieser Legislaturperiode bereits Verbesserungen beschlossen für eine Personengruppe, die in der Tat es besonders schwer hat. Das sind diejenigen, die wegen einem Unfall oder wegen Krankheit vorzeitig aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind, Erwerbsminderungsrente beantragen müssen. Und von denen heute schon 16% mit dem Einkommen nicht auskommen, sondern Grundsicherung im Alter beantragen müssen. Deswegen haben wir zu Beginn der Legislaturperiode... Herr Kollege Weiß, lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Kollege Weiß, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie haben uns ja gerade als Linksfraktion vorgeworfen, ja, dass wir hier auf Generationen hinweg die Spaltung der Gesellschaft gerade in Ost und West vorantreiben würden, wenn wir diesem Gesetz nicht zustimmen würden. Und da hätte ich zwei Fragen an Sie. Und zwar, welche Botschaft Sie denn haben an die zukünftigen Generationen, dass Sie nämlich genau mit diesem Gesetz, was Sie hier vorschlagen und zur Abstimmung stellen, an Spaltung vorantreiben, indem Sie nämlich die Umrechnung der Löhne für die jetzt in meine Generation arbeitenden Menschen in Ostdeutschland sozusagen aufheben wollen und damit eigentlich sozusagen die Spaltung und damit die Ungleichheit in weitere Generationen vorwegtreiben. Das wäre Frage Nummer eins. Und Frage Nummer zwei, welche Botschaft haben Sie denn an jene Berufsgruppen, die Sie mit Ihrem Gesetz bzw. in der Rentenüberleitung immer noch als Lücken vorhanden sind und jetzt hiermit nicht als Ungleichheit sozusagen nivellieren bzw. aufheben. Was haben Sie für diese Menschen, an die Krankenschwester, an die Kumpels in der Braunkohleveredelung und alle anderen Berufsgruppen, die im Rentenüberleitungsgesetz bislang nicht Berücksichtigung gefunden haben, welche Botschaft haben Sie an diese Menschen? Verehrte Frau Kollegin, das Interessante ist, dass aus Ihrer Zwischenfrage offensichtlich resultiert, dass Sie das DDR-Rentensystem für ein besonders gerechtes System gehalten haben. Genau das Gegenteil ist der Fall. Mit der Rentenüberleitung haben wir für alle Rentnerinnen und Rentner in Deutschland und vor allen Dingen die Rentner in der ehemaligen DDR dafür gesorgt, dass ihre Renten deutlich angestiegen sind. Das, was in der DDR war, wenn wir das umgerechnet hätten, wären Hungerrenten bis zum heutigen Tag. Das ist der Punkt. Deswegen, ob Krankenschwester, Bergarbeiter oder was auch immer, letztendlich hat er mit der Rentenüberleitung gewonnen und nicht verloren. Das Zweite ist, jetzt muss man mal klar und deutlich sprechen, das, was Sie vorschlagen, ist ja Folgendes.
dass das, was ein Arbeitnehmer auf seinem Rentenkonto im Osten in seinem Arbeitsleben zusammengesammelt hat, höher bewertet wird, höher bewertet wird als das, was ein Arbeitnehmer im Westen auf seinem Rentenkonto gesammelt hat. Aber beide sollen mit dem gleichen Eurobetrag multipliziert werden. Was bedeutet das? Wenn zwei Personen, der eine im Osten, der andere im Westen, die gleiche Berufsbiografie haben und zum Beispiel in einem Bereich arbeiten, in dem mittlerweile die Löhne angeglichen sind, das gibt es, bekommt der im Osten über Jahrzehnte also eine höhere Rente wie im Westen. Das kann im Osten wie im Westen niemand für gerecht halten. Jetzt lassen Sie bitte den Redner beantworten. Das kann niemand für gerecht halten. Entschuldigung. Der Arbeitnehmer in Schleswig-Holstein, ist seit 70 Jahren Bundesrepublik Deutschland gewohnt, dass er leider im Schnitt 25% weniger verdient wie der bei mir zu Hause in Baden-Württemberg. Er hat sich über das gleiche Rentenrecht in Deutschland, was in Baden-Württemberg wie in Schleswig-Holstein geht, noch nie beschwert. Und deswegen, verehrte Kolleginnen und Kollegen, außer Frau Kollegin Lösegruppe-Müller, der Frau Kieler oben, Entschuldigung, das gestehe ich zu. Also, kurzum, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Art und Weise, wie Sie rechnen, geht nicht. Die führt zu neuer Ungerechtigkeit. Wir wollen nicht neue Ungerechtigkeiten, wir wollen ein gerechtes Rentensystem für alle in Deutschland. Das ist der Punkt. Und nun zurück zur Erwerbsminderungsrente. Bei der Erwerbsminderungsrente legen wir jetzt, obwohl wir schon mal was draufgelegt haben, noch mal etwas obendrauf. Bereits die ersten Maßnahmen haben gewirkt. Die durchschnittliche Erwerbsminderungsrente in Deutschland steigt wieder an. Und heute beschließen wir 3 weitere Jahre Zurechnungszeit. Und meine sehr geehrten Damen, jetzt kommt das Thema mit den Abschlägen. Früher gab es keine Abschläge, aber Zurechnungszeit nur bis zum 55. Lebensjahr. Jetzt gibt es dank unseres Gesetzes, was wir heute beschließen, Zurechnungszeit um 10 Jahre nach oben auf das 65. Lebensjahr. Und die Fachleute haben in der Anhörung gesagt, man kann nur eins von beiden machen. Und ich muss sagen, das, was wir machen, 10 Jahre mehr Zurechnungszeit bei der Erwerbsminderungsrente ist deutlich besser als das Thema Abschläge. Da kommt mehr raus, deswegen ist das richtige Gesetz. Und nun ändern wir in der Tat auch noch das Rotkreuzgesetz. Wegen der Rotkreuzschwester. Und ich finde das, was gesagt worden ist, schlichtweg unterirdisch. Entschuldigung. Ja, das stimmt, was Sie gesagt haben. Es ist ein Skandal, nicht dieses Gesetz, was wir machen, sondern es ist ein Skandal, wie hier von der Opposition über die Rotkreuzschwestern in unserem Land geredet wird. Das sind Mitbürgerinnen, die sich freiwillig in einer Schwesterngemeinschaft zusammengeschlossen haben, da kann man auch wieder austreten, ne, wenn man will, freiwillig, und die genau das wollen, was wir jetzt ins Gesetz hineinschreiben. Diese DRK, diese Rotkreuzschwestern leisten Großartiges in den sozialen Gesundheitseinrichtungen unseres Landes. Sie wollen diese Regelung, die wir ins Gesetz schreiben, und deswegen ist es ein Skandal, wie die Opposition redet, über diese DRK-Schwestern. Wir stehen an Herr der Kollege, Seite lassen des Sie eine weitere Zwischenfrage und wir stehen zu an der Seite der DRK-Schwestern mit dem, was wir hier beschließen. Herr Kollege Weiß, lassen Sie eine zweite Zwischenfrage zu? Eine weitere Zwischenfrage? Ja. Vielen Dank, Frau Präsidentin, und vielen Dank, Herr Kollege Weiß, dass ich noch schnell eine Frage stellen kann. Sie haben eben gesagt, das Rote Kreuz will das so haben. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass engagierte DRK-Schwestern aus Essen ein Urteil beim Europäischen Gerichtshof erstritten haben. Sie brauchen nicht den Kopf schütteln, so war es. Und das Urteil besagt, dass die DRK-Schwestern, obwohl sie hier in Deutschland immer noch nicht als Arbeitnehmerinnen gelten, dass sie aber als Leiharbeitskräfte gelten und damit eben die dauerhafte Gestellung nicht erlaubt ist.
Und die DRK-Schwestern gerade in Essen haben sich da sehr drüber gefreut, weil sie sehr große Hoffnung haben, dass über die Reform des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes, also mit der Höchstüberlassungsdauer, dass damit die Höchstüberlassungsdauer dazu führt, dass sie tatsächlich irgendwann übernommen werden, dass sie endlich einen echten regulären Arbeitsvertrag kriegen, dass sie endlich Arbeitnehmerinnenrechte bekommen, wie alle anderen Beschäftigten in Deutschland aus. Mein Kollege hat es vorhin ausgeführt. Von daher, wie passt das zusammen? Und jetzt muss ich Sie ganz persönlich auch noch fragen, finden Sie es wirklich gerecht, dass DRK-Schwestern, die ganz normal in Kliniken arbeiten, die ganz normal qualifiziert sind, fürsorglich arbeiten, dass diese, vor allem Frauen, keine Arbeitnehmerinnen sind? Ist das noch zeitgemäß im 21. Jahrhundert? Frau Kollegin Müller-Gemmecke, ich hatte bisher immer angenommen, dass vor allem die Grüne Partei, der Sie angehören, für die Vielfalt von Lebensentwürfen und deren Berücksichtigung plädiert. Entschuldigung. Es ist schon etwas Besonderes, ob ich mich entschließe, einer katholischen Ordensgemeinschaft oder den evangelischen Diakonissen anzuschließen. Und genauso etwas Besonderes, ob ich mit der DRK-Schwesternschaft anschließe und sage, ich will nicht als einzelne Arbeitnehmerin, sondern ich will in einer Gemeinschaft den Dienst und die Arbeit in einer sozialen Einrichtung verrichten. Das ist der Punkt. Das ist eine freiwillige Entscheidung. Dazu ist niemand gezwungen worden. Und zum Zweiten, es werden dort auf demokratische Art und Weise die Leitungen bestellt. Ich habe mit der Leitung der DRK-Schwester auf Bundesebene, genauso wie den Leitungen auf unserer lokaler Ebene gesprochen. Und ich muss Ihnen sagen, diese Vertreterinnen und Vertreter der DRK-Schwesternschaft haben von mir als Abgeordneter und von uns als Bundestag genau das gefordert, was wir heute ins Gesetz schreiben. Ich finde, diese Frauen, die sich freiwillig in dieser Schwesterngemeinschaft zusammentun, einen speziellen Dienst leisten, haben unseren ganzen Respekt und unsere Unterstützung und Anerkennung verdient. Und darum geht es in dieser gesetzlichen Neuregelung. Ein letzter Punkt, den wir mit dem Gesetz regeln. Meine sehr geehrten Damen und Herren, unsere kommunale Selbstverwaltung in Deutschland würde nicht funktionieren, würde nicht lebendig bleiben, wenn wir nicht viele Männer und Frauen finden würden, die bereit sind, auch ehrenamtlich das Amt eines Bürgermeisters oder eines Ortsvorstehers auszuüben. Und weil diese Damen und Herren all das auf sich nehmen, was mit einem solchen Amt verbunden ist, nämlich jeden Tag den Kopf hinhalten, jeden Tag für ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger da sein, jeden Tag für Bürgersprechstunden, vor Ort Termine zur Verfügung zu stehen, sich intensiv um das Wohl der Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde zu kümmern, ist es richtig, dass wir die Aufwandsentschädigung für ein solches Ehrenamt ganz besonders behandeln. Und wir verlängern heute ebenso eine Übergangsregelung, die Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, ehrenamtliche Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher verlängert. Und damit setzen wir ein deutliches Zeichen, dass wir in einer lebendigen Demokratie, gerade auf der kommunalen Ebene, darauf angewiesen sind, auch in Zukunft, dass Männer und Frauen sich ehrenamtlich für solche Funktionen zur Verfügung stellen. Ihnen gilt unser Respekt und unsere Unterstützung und deswegen auch Ja zu unserem Gesetzesvorschlag. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Weiß. Als nächstes spricht die Kollegin Waltraud Wolf von der SPD-Fraktion.